Wo sind wir jetzt hier? Ich muss da noch durch, ne? Nein. Hallo ihr Lieben, übrigens. Ich weiß nicht, ob ich die Folge jetzt raushaue. Ich will eben noch mal was austesten. Eigentlich haben wir ja Darksiders. Sei gegrüßt. Beendet. Bitte, lass dir Zeit. Aber ich will eben mal was austesten. Ja, da will ich jetzt einfach mal eben hin. Weil mir ist im Nachhinein beim Bearbeiten der Videos was aufgefallen. Das Spiel war ja auch relativ plötzlich zu Ende. Also erst haben wir gegen Zorn gekämpft. Dann haben wir... kommen wir da hin? Ich weiß es jetzt gerade noch nicht. Ich bin hier noch gar nicht hingereist. Also wir haben erst gegen Zorn gekämpft, wir haben anschließend gegen Hochmut gekämpft und dann auf einmal gegen Neid gekämpft und dann war alles irgendwie vorbei und dann noch gegen den Hohen Rat und irgendwie war das irgendwie, das war ziemlich geballt und ziemlich mir ein bisschen zu viel am Ende. Aber dadurch habe ich was komplett außer Acht gelassen. Was gar nicht geht anscheinend. Ha? Okay. Anscheinend kann ich das nicht mehr machen. Schade. Ich hätte es jetzt gerne mal ausprobiert, weil es fehlte mir am Schluss ja so einiges, auch was schlüssig ist. Kann man da hoch? Ja, kann man, aber hier ist nichts. Das fehlt mir so ein bisschen. Also bis jetzt, man konnte sich natürlich so gut wie frei aussuchen, wo man hin kann. Es sei denn, man hatte irgendwas, nein. Nee, dann geht's wieder zurück. Es sei denn, man hatte noch nicht die Fähigkeit dafür, aber... Kannst du vergessen, das war's. Okay. Weil wir ja, das wurde am Schluss, das fehlte mir auch so ein bisschen, die Aufklärung darüber, uns entscheiden mussten, ob wir Abraxas töten oder ob wir den Herrn des Abgrunds töten. Jetzt hatten wir uns für, oder ich hatte mich für Abraxas entschieden und was mir jetzt fehlt ist, was ist jetzt daraus geworden? Es kann gut sein, dass ich mir das verbaut habe, weil ich denke mir mal, jetzt fehlt nur noch der Kampf gegen den Dunklen Rat. Ne? Gegen den Dunklen Rat. Ja, für mich ist das der Dunkle Rat. Womit kann dir dieser Bescheidene bitte? Das ist ja doof. Lass dir Zeit. Das ist ja richtig doof. Und zum... wieso ist das da oben gesperrt? Und was ist das, bitteschön? Schmiedeserschaft, das südliches Ende. Ist der Riss weg? Ich will halt eben nochmal hin, weil wenn ich jetzt schon nochmal ein paar Minuten da hinten dranhänge oder eine zweite Folge oder eine zweitletzte Folge oder eine letzte Folge jetzt endgültig, will ich eben nochmal wissen. Aber das ist ja ärgerlich. Das kann ich mir natürlich auch nicht mehr aussuchen. Der Riss ist noch da. Das war ja früher auch, dass wir... in Darksiders eben halt auch mehrere Spielstände hatten, aber hier kann man es jetzt leider nicht aussuchen. Weil das dann automatisch speichert, beziehungsweise beim Rausgehen aus dem Spiel speichert. Ich kann tatsächlich jetzt nicht zurück. Da zieht mich natürlich nichts mehr hin zurück, aber es sei denn... Nein, nein, ich glaube, das hat gerade gespeichert, weil dieser Spiegelteich ist schon da gewesen und wir sind eher zweimal durch den Spiegelteich gegangen. Jo, die Tür ist auch, glaube ich, kaputt.
Wir sind ja, ja. Müsste hier nicht der Boden eingestürzt sein? Warum ist der Boden denn hier nicht eingestürzt? Ich meine, hier ist doch alles irgendwie. War ein riesiges Loch im Boden. Okay. Vielleicht war es auch nur meine Einbildung, keine Ahnung. Das finde ich jetzt ein bisschen ärgerlich, dass man das nicht nachholen kann. Das heißt, ich kann die Seele von Abraxas also nicht mehr an den Fürsten des Abgrunds geben. Und ich erfahre auch nicht, was das mit ihm eigentlich auf sich hatte. Das wäre interessant gewesen, weil wir haben immerhin von ihm die Fähigkeiten bekommen, mit denen wir uns durch das Spiel gekämpft haben. Und, ja, ja, die Gegner sind alle wieder. Und, er hat ja selber angekündigt, dass wir sowieso noch gegen ihn kämpfen werden müssen. Das hätte mich jetzt alles ein bisschen interessiert. Gegrüßt. Aber anscheinend... Bitte, lass dir Zeit. Tja. Das war's. Jetzt bliebe tatsächlich nur noch mal der finale Kampf wahrscheinlich, beim Rat, beim feurigen Rat gegen Knight und dann war's das. Und dann haben wir wieder den Abspann. Das heißt, ich könnte hier noch, wie ich lustig bin, durch die Welt laufen, gucken, ob ich irgendwo was vergessen habe, aber ich kann die Seele nicht mehr loswerden. Das ist schade. Schade, schade. Ja, nee, die stehen da alle und ich könnte nur noch wahrscheinlich jetzt zum feurigen Rat geportet werden. Danke, dass du mich gerettet hast. Klar, gerne. Ja, vielen Dank. Dieser Ort ist wunderschön. Endlich kann ich beruhigt schlafen. Mhm. Okay, mit denen kann ich hoch. Die ploppt sogar weg. Den kann ich auch nicht reden. Danke, dass du mich gerettet hast. Vielen Dank. Ich bin so froh, jetzt hier zu sein. Okay, das war's. Da sind wir aufgewacht. Ach. Danke, dass du mich gerettet hast. Okay. Wie kann mein Hammer zu Diensten sein, Fury? Ach, Ultan. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Wir können noch die Klinge erhöhen, aber im Grunde genommen ist das ja Wumpe, ne? Oh, oh, damit wirst du ordentlich Verwüstung anrichten. Interessant. In Ordnung. Mal und sehen, was ich für dich tun kann. Können wir, glaube ich, auch nichts mehr. Das war fertig. Können wir nicht, weil uns Dämonenartefakte fehlen und die kann ich mir auch nicht mehr leisten. Alles klar. Engelsartefakte fehlen mir auch, also kannst du schon vergessen. Interessant. Viel Glück, Fury. Ja, viel Glück, okay. Ja, das ist es. Ne? Wir können nur noch in den feurigen Rat. Moment, das mal wieder weg. Was wollte ich jetzt gerade? Ich wollte, glaube ich, nee, die Einstellung wollte ich mal ganz kurz. Ich will mal eben was, ich mache jetzt die Musik mal laut. Die Dialoge müssen so laut bleiben. Ich gehe jetzt nochmal da rein, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hochlade, aber es hätte mich eben halt interessiert. Ultan, das habe ich gesehen, du bist ein Ferkel. Es ist soweit. Ich hoffe, du weißt, wie viel uns das bedeutet.
Ah, aber in Untertiteln sagt er, wie viel ihnen das bedeutet. Ja, ja, ja. Wir haben das mal gesehen, wer du bist. Wir haben Nachricht von deinen Siegen erhalten. Willkommen. Wir wissen, dass die letzte Schlacht bevorsteht. Mhm. Mit denen können wir nicht mehr reden. Ach, endlich kann ich beruhigt schlafen. Wird sich gleich ändern. Ja, nee, das war's. Schade. Oh, schade, das ist so ein episches Stück. Hätte ich echt gerne. Ja, dann. Alles klar. Ihr habt so lange nur beobachtet und gerichtet, dass ihr vergessen habt, wie man kämpft! Ihr wagt es, diesen heiligen Ort anzugreifen! Ich wage es, weil es noch niemand je getan hat. Und das macht es noch besser. Ihr hochmütigen Schweinehunde habt das schon seit Äonen verdient. Und das habt ihr allein euch selbst zuzuschreiben. Euer Machthunger wird euer Untergang sein, Neid. Wenn da nicht der Topf über den Tiegel redet. Wenn ich hier fertig bin und euch nur noch Kiesel bleiben, warte ich einfach die Apokalypse ab und erledige die noch übrigen geschwächten Generäle. Die Erde wird mir gehören. Es ist vorbei, Neid! Du bist gescheitert! Tötet sie, Reiter! Wir verlangen! Oh, seid still! Ihr verlangt mir lediglich Verachtung ab! Und meinen Zorn werdet ihr bald kennenlernen! Blasphemie! Wahrheit! Ergib dich oder stirb, Neid! Ernsthaft? Nein! Aber den Versuch war es wert. Okay. Uah, stimmt ja. Die war echt übel. Also ihr könnt natürlich gerne abschalten. Ich beneide dich nicht um das, was du gleich spüren wirst. Ich mache das jetzt einfach nur nochmal der Spaßes wegen. Und was mir natürlich beim ersten Mal schon aufgefallen ist, dass die Waffen, die sie hat, abgesehen natürlich von den Todsünden, die sie jetzt immer wieder beschwört, ähneln denen unserer Geschwister. Wie unterschiedlich sind wir. Wir streben beide nach Höhe. Wir hassen beide unseresgleichen. Und du nichts. Du bist kein Gegner für mich. Sie hat ein Schwert, na gut, es sieht natürlich nicht aus wie Chaosfresser, aber es hat sehr viel Ähnlichkeit, genauso wie die Sense und die Pistolen von Strider. Oh shit. Wir sind gleich. Gleich. Warte, weil der Thorn macht. Genau, die. Ah, ich kann nicht auch hochspringen. Miststück, ey. Es gibt kein Leben mehr für dich. So, warte, Zorn, mach. Ah, spring! Genau. Oh Gott. Reiter schon. Reiter ganz gewiss. Das war's mit ihr als Frau. Und die Maske von ihr nicht vergessen. Nein!
Es war mein! Alles war mein! Ich hatte es verdient! Ich hatte es! Mein! Für die Reiter! Endlich erfüllt, Fury. Vielleicht verdient ihr eine Belohnung. Aber vielleicht auch nicht. Neid mag uns überrumpelt haben, doch wir haben mehr als genug Macht, um einen Wurm wie euch zu zerstören. Ihr habt eure Grenzen überschritten, Reiter. Ihr werdet ebenso wie eure Brüder eure Strafe bekommen, dreistes Kind. Ich nicht sterben. Ich lasse nicht zu, dass sich eure Verderbtheit ausbreitet. Nun frage ich mich, sind die jetzt wieder befreit, die Todsünden? Ist der Rat jetzt wirklich zerschmettert oder sind die einfach nur beschäftigt? Das hebt Darksiders 1 nicht auf. Einigkeit ist der Schlüssel. Wenn wir vorankommen wollen, dann nur gemeinsam. Du wirst es nicht schaffen. Der Rat... Erzürnt heizt zweifellos heimlich den Angriff auf Haven an, falls du einen Plan für sie hast. Wäre jetzt der Augenblick. Himmel, Hölle, der feurige Rat. Sie alle wollen sie auslöschen. Das weißt du. Doch vielleicht kennst du den Grund nicht. Wieso war euer Leben selbst vor der Apokalypse so hart? Weil ihr zu einem bestimmten Zweck erschaffen und schutzlos zurückgelassen wurdet. Also sind jene, die euch fürchten, darauf aus, euch mit falschen Versprechungen, mit Kriegen und Sünden zu zerstören, die sie euch anlasten. Sie fürchten euch. Das kann man gegen sie einsetzen. Die Menschheit kann diesen Krieg gewinnen. Sieh dich um! Dieser traurige Rest der Menschheit ist einem Kampf von diesem Ausmaß nicht gewachsen. Nein, ihr müsst euch verstecken. Vor den Augen von Himmel und Hölle? Vor dem Rat? Genau das müssen wir tun. Doch was die Menschheit mehr braucht als ein gutes Versteck, ist ein Beschützer. Einen Beschützer? Ja, das ist definitiv Abaddon, ist klar. Das ist seine erste Form gewesen. Angriff! Dass die Armee in der Hölle alles Menschliche zerstört. Wir werden diesen Planeten ein für alle Mal auslöschen.
werden willst, dann tu, was getan werden muss. Reiter, komm! Ja. Aber... die Erschaffer werden uns genug Zeit verschaffen, die anderen Menschen wegzubringen. Weg? Wohin? Nicht zurück zur Ratskammer. Was wäre ich für ein Erschaffer, wenn ich einen Durchgang erbaut hätte, der nur zwei Orte verbindet? Hm? Dein Herzenswunsch, Reiter. Ein sicherer Ort für die armen Unerwünschten. Ich verstehe nicht. Wirst du noch? Leider wird dir alles klar werden, wenn du mit ihnen gehst. Ich? Sie brauchen einen Beschützer und du brauchst eine neue Aufgabe. Hab ich nicht recht? Meine Kräfte zum Schutz der Menschheit einzusetzen. Eines Tages bringen wir die Dinge wieder ins Lot. Gemeinsam. Ultan, mein Bruder, Krieg, ist ein Unschuldiger in diesem Drama. Falls du ihm irgendwann einmal helfen kannst, bitte ich dich, es zu tun. Das werde ich. Danke, Erschaffer. Auf eine Zukunft der Gerechtigkeit. Ja, gute Reise, Reiter. Wird nicht schlüssiger dadurch. So, das war's, ne? Ich glaube, jetzt kommt noch der Abspann. Es wird nicht schlüssiger dadurch. Also, falls ihr jetzt noch dran geblieben seid, es wird für mich nicht schlüssiger dadurch. Und es muss eine Menge aufgelöst werden in Darksiders 4. Der erste Teil wird nicht relativiert. Das heißt, das, was Tod eigentlich verhindern wollte, ist, dass Krieg 100 Jahre in Gefangenschaft vor dem feurigen Rat verbringt und dass sie sich überhaupt keine Gedanken macht, nachdem sie so viel Selbsterkenntnis auf einmal bekommen hat. Da hat sie sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was aus Krieg geworden ist und Tod ist verschwunden. Macht sie sich da auch keine Gedanken drum? Und Hader hat was anderes zu tun gehabt. Und der Rat hat gesagt, du musst bestraft werden, so wie deine Brüder. Also sind alle sind ihre drei Brüder bestraft worden und es fehlt immer noch genügend Motivation ihrerseits, von ihrer vorherigen Einstellung aus, auf einmal für die Menschheit eintreten zu wollen. Sie hat, ich meine, die haben jetzt bis dahin, außer jetzt der eine, der sich dann nachher als Hader herausgestellt hat, war keiner jetzt irgendwie beeindruckend von den Menschen, dass man jetzt sagen müsste, oh, ich muss euch retten, Mensch, ihr seid echt beeindruckend und ihr seid es wert, dass man für euch kämpft. Das fehlt mir so ein bisschen. Ansonsten habe ich die Credit-Session einmal durchlaufen lassen, dann beende ich das Video jetzt einfach hier. Mir sind eben halt so ein paar Sachen noch im Nachhinein eingefallen. Wie eben sowas mit dem Fürst des Abgrunds, was jetzt überhaupt nicht aufgelöst gewesen ist. Also jetzt würde mich mal interessieren, ich glaube am zweiten Durchgang, den ich ja nochmal auf normal versuchen werde oder machen werde, ist definitiv, dass ich ausprobieren werde, sobald wir Abraxas geschafft haben sollten, oh Gott, oder sobald ich Abraxas geschafft habe, zum Fürst des Abgrunds zu reisen und zu gucken, was sich daraus entwickelt, weil ich hätte jetzt echt noch gern mehr Informationen gehabt und das hat mich jetzt interessiert. Oder haben wir ihn jetzt, haben wir uns umsonst dafür entschieden? Das ist halt das, das ist so ein bisschen,
Das hinterlässt so einen blöden Beigeschmack. Na, also. Was? Amazon und Tod wurden vom gleichen Sprecher synchronisiert. Was? Entschuldigung. Nein, aber das ist so. Das sind so viele. Eigentlich wirft Darksiders 3 jetzt noch mehr Fragen auf, als ich vorher schon hatte. Wobei, Darksiders war für mich im Grunde genommen beendet. Gott, die Menschen hatten ihre Halbwertszeit überschritten und das war's, ne? Während Darksiders 2 wieder mehr Fragen aufgebracht haben, ja, und auch das Ende war etwas kryptisch. Das ist sowieso schon irritierend genug, diese unterschiedlichen Zeiten, in denen das spielt. Ne? Also im Grunde genommen. Na gut, ich bin auf Darksiders 4 gespannt. Ist vielleicht auch die Absicht dahinter. Und ich hoffe, dass man das trotzdem auflösen kann. Ich meine, was ist jetzt auf einmal. Oh, Workshop ist auch schön. Was ist denn auf einmal mit dem. Fürst des Abgrunds. Der hat doch im Grunde genommen auch mit eine wichtige Rolle gespielt. Wobei, die Charaktere bleiben mir einfach ein bisschen zu blass. In Darksiders 3, leider. Selbst Fury, also mir fehlt zu viel der Ansporn, der Antrieb, den sie hat. Ne, um jetzt so mich richtig in sie reinversetzen zu können. Und dann auch dieser plötzliche Wandel, dieser. Oh ja, auf einmal will ich die Menschen beschützen. Ultan bleibt sehr blass. Gut, Uziel ist ein Engel, das interessiert mich nicht so. Vulgrim geht einigermaßen, der ist halt immer noch so, wie er eigentlich ist. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ja, der Fürst des Abgrunds war schon ziemlich wichtig. Gut, die Todsünden sind irrelevant. Die wurden halt so dargestellt, wie sie sind, und die fand ich auch ganz gut umgesetzt. Aber ansonsten, die Hauptcharaktere bleiben für mich ziemlich blass. Und ich hoffe, im Grunde genommen müsste ja Darksiders 4 mit Hader dann eben halt. Hader wäre dann ja die Hauptperson als vierter Reiter. Müsste mehr aufklären, müsste aber theoretisch auch gleich auf der Erde weiter loslegen, ne? Mit dem Kampf vielleicht oder mit der Fortsetzung, wie es damit weitergeht. Dann müsste aber auch noch erklärt werden, was passiert mit Fury und den restlichen Menschen und wo gelangen sie hin. Das wäre jetzt die Frage, weil ich sag mal so, Eden wäre jetzt auch nicht mehr der richtige Ort für die Menschen. Die Erschaffer, die Welt war auch mehr oder weniger am Sterben, also im Grunde genommen, das würde mich jetzt interessieren, wo hat Ultan ihn hingeschickt? Gut, das sind jetzt noch mehr Gedanken und die Folge, verdammt, hau ich sie überhaupt raus? Ich weiß es nicht. Seht es als Goodie, als Extra, falls es euch nochmal interessiert haben sollte. Ich sag jetzt aber wirklich für Darksiders 3. Das junge Ding sorgt sich also um die Menschheit. Unwichtig. Abaddon herrscht über die Erde. Himmel und Hölle balgen sich um einen Platz an der Tafel. Und der Rat wird dem Gleichgewicht entgegen, das er zu bewahren behauptet. Bald wird das Verderben über sie alle herfallen. Und ich werde als einziger bestehen. Du darfst gehen. Ja, und da setzen wir in Darksiders 2 an. Fügt sich dann alles wieder zusammen? Das ist jetzt die große Frage, weil es ist im Grunde genommen ja so, dass das offen geblieben ist. Aber im Grunde genommen ist das jetzt keine Überraschung, was da jetzt gerade passiert ist. Ne? Das knüpft auf definitiv an Tods Geschichte an. Was soll ich dazu sagen? Es ist irritierend, weil das im Hintergrund könnte durchaus... Wobei,
dann würde es mit der Stimme nicht hinkommen. Denn selbst wenn das in 1 und 2 unterschiedliche Synchronsprecher sind, wurde die doch leicht verfremdet, dass sie sich trotzdem ähnlich anhört. Generell hätte ich jetzt gesagt, der da in der Dunkelheit geblieben ist, müsste Samael sein, weil die gute Dame, die wir da eben gesehen haben, sah Lilith verdammt ähnlich, die sich ja selber irgendwie auch als Mutter der Reiter tituliert hat im zweiten Teil. Also es ist, ich bin gespannt, weil im Grunde genommen passiert jetzt trotzdem das Gleiche, was in Darksiders dann, also im ersten Teil von Darksiders, letztendlich Krieg passiert. Es kommt alles so, wie es kommt. Der dunkle Turm wird gebaut, auch wenn Abraxas nicht mehr da ist, wird er wahrscheinlich trotzdem weitergebaut werden. Abaddon ist da, auf der Erde. Die Engel haben sich sehr dezent im Hintergrund gehalten, bin ich aber sehr dankbar für, die mochte ich von den anderen Teilen nicht so wirklich, obwohl ich die Figur von Uriel sehr gut gefunden habe. Und das meine ich nämlich, es sind so Sachen, da waren die Charaktere wesentlich prägnanter. Die haben wesentlich mehr Charakter und Farbe gehabt. Sie waren einprägsam. Samael, selbst Lilith, Tod und Krieg sowieso. Gut, diese Ähnlichkeiten auch zu den Waffen, die Knight am Schluss getragen hat, die kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie ja doch irgendwie miteinander irgendwie hier alle verwandt und was weiß ich was sind. So genau bin ich in der Materie von Darksiders aber auch nicht wirklich drin. Es bleibt der vierte Teil abzuwarten. Also trotzdem bleibe ich dabei, wobei ich hatte, glaube ich, im Abspann des letzten Folge gesagt, dass das in der Reihenfolge 1, 2 und 3 ist, was meine Lieblingsspiele anbelangt. Das kann man eigentlich so nicht vergleichen, weil ich fand 2 anders als den ersten Teil und trotzdem verdammt gut. Eine sehr, sehr gute Fortsetzung. Es ist anders. Darksiders 1 und 2 unterscheiden sich von der Spielart, von der Machart. Konnte ich aber wunderbar mit leben. Machen wir uns nichts vor. Und ich mag beide Charaktere. Ich mag Krieg, ich mag Tod. Fury finde ich auch einen sehr guten Charakter, bloß ich konnte jetzt ihre Beweggründe am Schluss nicht verstehen. Das hätte ich ganz gerne. Ich hätte ganz gerne da mehr, ich kann es nicht anders sagen, ich hätte ganz gerne die Charaktere mehr herausgearbeitet gehabt. Ich bin auf den vierten Teil gespannt. Und mit den Worten schließe ich jetzt endlich. Es reicht jetzt. Genug erzählt. Ja. Falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, danke ich euch dafür. Wenn ihr eine eigene Meinung dazu habt, schreibt es wirklich gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissi.